Ja, meine Damen und Herren, hallo zurück, nee, hallo zu Let's Play SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob ist eiskalt entwischt, bäh, so scheiße. Nee, ja, treten wir aufs Kabel, ich mache mal eben den Ton etwas leiser, lauter. So, und zwar spielen wir das Ganze auf der PSP, für mich ist ein Riesenrand, ich weiß nicht, wie es für euch ist, möglicherweise auch. Dann muss ich das scheinbar, dann werde ich, ich werde jetzt aber ein bisschen zoomen. Aber dafür sollte es eigentlich eine bessere Quali haben, als mit der anderen Möglichkeit, das zu zocken. Story. Ja, sehr viel, ich mache das mal eben weg. Ich habe noch nicht viel gespielt, sieht man vielleicht. Gut. Ein neues Spiel beginnen, weiter. Die wir verkaufen. Mr. Krabs, sollte die Geheimformel nicht sicher aufbewahrt werden? Gute Idee, Junge. Hier, nimm die Formel und bewahre sie sicher auf. Ei, ei, Mr. Krabs, ich werde Sie nicht enttäuschen. 2 Stunden später. Hey, Patrick, was machst du denn hier? Mr. Krabs hat mich als Aufpasser für die Party angeheuert. Oh nein, Patrick, wo habe ich bloß die Formel hingetan? Ich weiß es nicht mehr. Ist sie in deiner Tasche? Da ist sie nicht. Oh, hey, vielleicht in meiner. Okay, SpongeBob, keine Panik. Ich spüre, wie meine normalerweise sorglose Art sich auflöst. Was bedeutet das? Dass ich traurig bin. Und wenn ich traurig bin, kann ich mich an nichts erinnern. Patrick, wir müssen die Formel finden, bevor du weißt schon, wer sie findet. P-L-A-N-K-T-O-N. Ah! Plankton, wie lange stehst du schon da? Lange genug, um zu wissen, dass du Probleme hast. Nun, SpongeBob, da wir ja Freunde sind, scheint es nur recht und billig zu sein, wenn ich dir helfe, dich zu erinnern, wo die Formel ist. Ach, das wäre sehr nett von dir, Plankton. Sehr, sehr nett. Hey, Moment mal. Wer sagt mir denn, dass du die Formel nicht für dich selbst haben willst? Mein ehrliches Gesicht? In Ordnung, suchen wir diese Formel. Gut, fassen wir zusammen, ja? Schritt 1, schlafenden SpongeBob am Stuhl fesseln. Okay. Schritt 2, Roboter schrumpfen. Okay. Schritt 3, Wäsche machen. Ich meine Roboter ins Gehirn einfügen. Okay. Schritt 4, Fernbedienung einschalten. Okay, und nochmal okay. Nun, mit dieser Steuerung kann ich meine Nanobots in die tiefsten Winkel von SpongeBobs kleinem Gehirn schicken, wo ich aus seinen Erinnerungen die genaue Position der Geheimformel ein für alle Mal extrahiere. Einfacher geht's nicht. Gut, Planänderung. Ich begebe mich jetzt in SpongeBobs Gehirn und finde die Formel selbst. Ja. Schön. Oh, diese Musik. Möchtest du was umdekorieren? Viele Gegenstände in SpongeBobs Ananas können verbessert werden. Dafür brauchst du aber genug Glücksnuggets. Sammle diese in den Levels und komme wieder, um Verbesserungen zu kaufen. Ach, du Heilige. Du möchtest in einem Level, in dem du schon warst, oder sehen, was du eingesammelt hast? Ich war doch noch nicht mal in irgendeinem Level drin, verdammt. Über dieses Fotoalbum kannst du zu allen Levels, die du bereits geschnappt, würde ich gerade sagen. Wollte eigentlich da hochspringen, aber hier drin kann ich scheinbar nicht springen, okay. Ja, Achso, hier kann ich die Videos gucken. Also die Zwischensequenzen. Ja, speichert. Grandios, hier drin kann ich nichts. Möchtest du umdekorieren? Bla, quatsch mir nicht voll. Den Schrank kann ich betreten.
Patrick, Sandy, Thaddeus, Mr. Krabs, Gary, okay. Ach so. Okay. Keine Ahnung, was mir das bringt. Vielleicht kann ich die ja auch umziehen. Irgendwann. Oh, schön. Was auch immer das ist. Ein Leben oder was? Hier gibt es Leben. Ach du Scheiße. Alles klar. Ich muss sagen, ich habe keinen Plan. Also wirklich überhaupt keinen Plan. Ich kenne das Spiel nicht. Verbesserung Bild. Ah ja, man kann das Bild verbessern. Bestimmt werden die dann älter und sitzen aber trotzdem noch in Windeln darum. Naja. Nee, keine Ahnung. Okay, noch ein Bild verbessern. Ach du meine Fresse. Naja. Hier geht's noch oben, sehe ich gerade. Schön. Ja, schade. Geld. Okay. 1000 Glückspunkte, Garys Napf kann ich auch verbessern. Ach, meine Fresse. Naja, spannend, spannend, spannend. Anscheinend jedes Bild kann ich verbessern. Die Badewanne kann ich... Ah, hier kann ich wahrscheinlich ein Dings... Ja, die Badewanne kann ich auch verbessern. Keine Ahnung, was es mir bringt. Naja, gut. Wollen wir aber mal auch was machen und nicht nur hier... Bitte? Klang gerade irgendwie komisch. Naja. Also wollen wir mal eben mit Patrick quatschen, damit es mal losgeht hier. Wie ist das jetzt? Die einzige Möglichkeit, dass du dich erinnerst, wo du die Formel hingetan hast, ist, glücklich zu sein? Ja, so ist das. Im Ernst, SpongeBob, kann doch nicht schwer sein, dich glücklich zu machen. Moment mal, erinnerst du dich ans Quallenfischen? Da warst du glücklich. Wow, Patrick, ich fühle mich bereits glücklicher. Wir haben eine Erinnerungsader erwischt. Graben wir weiter. Mein Mann. Patrick hat auch keine Ahnung. So, ja. Die Quallenfelder. Der schönste Ort für meine schönste Freizeitbeschäftigung. Quallenfischen. Es wäre eine echte Schande, wenn dem Wildleben hier etwas zustoßen würde. Sollen wir ein paar Fangplankton? Konzentriere dich, Sheldon! SpongeBob, wir haben keine Zeit für deine pubertären Hobbys. Komm her, kleine Qualle, und komm in mein Netz. Schau dich an, diese Quallen. Ja. Drücke Dreieck, um den... um mit dem Pfannenwender anzugreifen. Ah ja, okay. Ja, den kenne ich auch noch. Kenne ich noch was anderes? Habe ich schon was anderes? Ich kann springen, cool. Ansonsten, was bitte? Mehr wusste ich auch nicht. Aber mehr weiter... Ja, gut, ich war, habe natürlich hier schon ein bisschen was gemacht, aber... Hallo, Gary. Ne, eckige Gary, okay. Und das hier sind wohl diese Glückspunkte. Alter! Befreie die vielen Qualen, ja. Ich wette, ich muss... Wieso ich? Ich wusste gar nicht, dass SpongeBob der Fisch ist. So. Ach, natürlich, ich kann ja, er hat Doppelsprung. Ah. Ja, die Kamerasicht ist super, weil man die nämlich nicht drehen kann. Ich kann sie hinter mir zentrieren, aber drehen leider nicht. In dem, weil es ja auf der PSP, ne? Und nicht auf der PS Vita mit den zwei schönen Sticks. Und auch nicht auf der Xbox. Das Spiel gibt es auf der Xbox, auf der Wii und auf der PSP. Aber, ja, weiß ich nicht. Xbox will ich es mir nicht kaufen. Wie, weiß ich nicht. Und PSP, ja. Das ist halt ganz cool. So. So, so, so. Hallo, du Spacko. Gib dir auf die Fresse. Ich bin mal gespannt, ob ich das Zoom, oder wie,
wie stark ich das zoomen muss, damit das einigermaßen gut aussieht. Ich weiß auch nicht, ob das ein 16:9 Bild ist oder ob das falsch ist. Ah ne, ich brauche ja einen Schlüssel natürlich. Wo ist denn der da? Halt. Ja. Ach so. Eine Symbol.